Nicht nur Ziegen lieben es zu klettern. Auch meine beiden Hamel vom letzten Jahr sind richtige Kletterschafe. Hey ho! In diesem Video stelle ich dir mal meine Bocklemmer vom letzten Jahr vor und erzähle, warum ich sie als Hamel bei der Gruppe gelassen habe. Das hier sind Ernie und Bert. Die beiden sind im April letzten Jahres geboren. Im Dezember habe ich sie kastrieren lassen, denn so habe ich jetzt eine schöne Gruppengröße, also 4 erwachsene Schafe. Und wenn ich mal einen Bock dazu stelle, gibt es nicht plötzlich doppelt so viele Schafe, sondern nur so viele, wie es weibliche Schafe gibt. In meinen Archiven habe ich noch ein Video vom letzten Jahr gefunden. Hier sind sie nur wenige Stunden alt. Auf der linken Seite das schwarze Mutterschaf Schnewante mit dem kleinen Ernie und auf der anderen das braune Mutterschaf Rapante mit Bert. Schnewante und Rapante sind Halbgeschwister und schon ihr Leben lang zusammen. Sie haben bisher jeweils 3 Lämmer auf die Welt gebracht, und zwar jedes Jahr am gleichen Tag. Echt unglaublich, müsst ihr euch vorstellen. Erstes Jahr fängt die eine an, dann ein paar Stunden später das zweite, zweites Jahr das gleiche und dieses Jahr war es genauso. Voll aufeinander abgestimmt. Ja, Ernie und Bert sind dieses Jahr also erst 1 Jahr alt geworden und sind super schön zutraulich. Mit einem halben Jahr habe ich sie kastrieren lassen. Ich finde, es ist eine ganz gute Zeit, weil die Schafe da schon recht weit ausgewachsen sind, die Hörner und der Körper ist gut entwickelt. Aber es ist hoffentlich noch früh genug, dass sie kein zu ausgeprägtes Bockverhalten entwickeln. Noch sieht da noch alles gut aus. Sie sind recht sanft und zutraulich, lassen sich gerne kraulen und bocken nicht übermäßig, sage ich mal. Hier auf dem Video naschen sie am Hang leckere Disteln. Schafen fressen eigentlich jedes Grünzeug, aber manches halt besonders gerne. Klee, Obstbaumblätter, Zackenschildchen und manche Disteln sind die Favoriten von meinen Schäfchen. Ja, wie die beiden da wohl runterkommen? Ich sag für den Rest des Videos einfach mal nichts. Viel Spaß! Hat dir dieses etwas andere Video mit Eindrücken von der Schafsweide gefallen? Gib mir eine Rückmeldung. Ein Daumen nach oben wäre klasse. Und damit wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Bye!